Blutelfe, glaube ich, ist es. Ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, es ist eine Nachtelfe, aber ich glaube, es ist eine Blutelfe, auch wenn sie den Tanzstil der Nachtelfen tanzt. Ja, ich würde sagen, wir hauen einfach mal die Nachrichten an. Ob da oben noch den Zeigjäger. Ich dachte mir, die würden dir gefallen. Sie sind die Siegestrophäe von einer Zergjagd, war vor ein paar Jahren. Vielleicht bringen sie dir Glück. Boah, gucken wir mal, den Fernseher schreibe ich dir auf deinen Deckel. Ja, den haben wir ja angeschossen hier. Okay, und jetzt die Nachrichten. Vermilion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ach, geh doch an irgendwas lutschen. Komisch. Manchmal fühle ich mich immer noch wie ein Cop. Nur haben mittlerweile die bösen Jungs das Sagen. Ja, die bösen Jungs haben das Sagen. Und was hat Tigers zu Hast sagen? du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Ja, da hinten könnten wir Arcade spielen, ihr seht es schon, mit einem Flieger, der da unten rumfliegt. Ja, machen wir jetzt aber nicht. Vielleicht, wenn ihr Lust habt und es sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal ins Arsenal und gucken, was wir da ausbilden können. Hui, Feuerfresser. Ja, Freunde, wenn ihr das lesen wollt, dann pausiert's einfach mal kurz. Ich bin immer so lesefaul. So, oh, kein Tech-Labor mehr nötig, das ist aber toll. Sanitäter heilen Ziele schneller und effizienter. Oh. Auch schön. Ja, Angriffsfläche, größere Flamme. Hier gleich, Achtung. Brumm, da seht das. Das ist, ja. Oh, wir können eh beides machen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal. Oi, es ist aber schwer zu sagen. Zu sagen hier. Ja, wir könnten auch die Marines ein bisschen verstärken. Ah, nee. Ich denke nicht, dass das ein Problem sein sollte, wenn wir hier so einmal hier kaufen und. Aha, jetzt ist das auf einmal teurer, oder wie? Ach so, nee, das war nur das. Ha. Ja, dann geben wir doch den Marines hier noch was zu tun. So, aus die Maus. Ab auf die Brücke, würde ich sagen. Oh, wir können mit Hansen reden. Oder machen wir das mal? Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat Sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in Ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird das mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc.
Jo, einmal mit Matt reden. Das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Ja, seit 4 Jahren, seit dem Blood War, ne? Er hat ihm ja auf dem Thron geholfen, irgendwie, hatte ich ja jetzt schon öfter mal erzählt. Ja, und seitdem versucht er ihn da wieder runterzuholen. Er hätte ja aber damals auch sagen können, nee, ich helfe dir nicht. Gut, dann wäre die Geschichte komplett anders verlaufen. Aber gut, sei es drum. Ja, was haben wir denn hier? Da haben wir ja schon geschaut. Was haben wir denn hier, Redstone? Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse. Und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Boah, 100.000, 110.000 und hier auch 110.000. Der ganze Sektor benutzen Meinhof als Sammelpunkt. Doch durch die vielen Leute an einem Ort breitet sich eine bisher unbekannte Epidemie in den Lagern aus. Bitte, meine Leute benötigen Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Ah, komm, wir haben das begonnen, also beenden wir es auch. Womit haben wir es denn hier zu tun, Doc? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breitmacht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit Feuerball kommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh nein, diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge? Das ist ein Albtraum. Allerdings, das gefällt mir überhaupt nicht. Sie scheinen sich tagsüber unter der Erde zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhofs Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, Doc. Wir werden diese Seuche eindämmen. Ui, guckt mal da, ein blauer Zwerg, oder wie? Was ist denn das für ein Schatten? Seien Sie während der Tagesstunden aggressiv, verwenden Sie schnelle Einheiten, um sie schneller fortzubewegen. Und seien Sie bei Aufbruch der Nacht wieder im Lager. Ja, naja, das kriegen wir hin. Tagsüber überrennen wir die einfach mit Marines und in der Nacht verteidigen wir mit den Feuerbats, beziehungsweise mit den... mit den Helions, die wir jetzt kriegen. Aber wir haben ja die Firebats gerade erst abgedatet mit dem größeren Kampfradius, mit dieser größeren Flamme. Das heißt, wir spammen die einfach raus zur Verteidigung. Und am Tag können wir dann hier mit Marines und dem schönen Stimpack da richtig Gas geben, Freunde. Ja, verseuchte Terraner, die gab's ja auch schon im StarCraft 1. Allerdings musste man da als Zerg mit der Königin diese Kommandozentrale erstmal beschädigen und dann mit der Königin dort reinfliegen und dann sind die aber auch explodiert. Zum Glück explodieren sie hier jetzt wahrscheinlich nicht. Sonst haben wir ein Problem.
Oh, jetzt sind wir da, okay. Schlechte Neuigkeiten? Ja, Freunde, immer noch dieselbe Aufnahmesession, immer noch dasselbe Problem wie in der letzten Folge. Okay, es bleibt also noch 2 Minuten lang Tag. Ja, die erste Welle sollten wir so bewältigen können. Da brauchen wir noch keine Bunker. Und dann gucken wir mal. Ja, der Sensorturm geht bis da, aber der leuchtet trotzdem noch. Ja, sehr schön. Wir können nicht riskieren, dass die Verseuchung auf dieses Lager übergreift. So, dann bauen wir hier einen Reaktor und hier ein Tech-Labor. Das ist wohl keine Schwäche für Frau Doktor, oder Jimmy? Sonst verstehe ich nicht, warum wir für diese Bauern noch den Kopf hinhalten. Ach, Teikes, ja, ja. Halten Mund, sonst reiß ich dir deinen ab. Also, den Kopf, meine ich. Erweiterung fertiggestellt. Ja, es ging aber jetzt fix dafür, dass ich damit angefangen habe. Egal, wir bauen. Nicht genug Vespingas. Keine Firebats, ist in Ordnung. Was wichtig? BBF einsatzbereit. Oh, geht mal da rein. Und mehr WBS. Erweiterung fertiggestellt. Button. Ich könnte ja für die Marines einen Bunker bauen. Gut, in 30 Sekunden, jetzt heute nimmer, aber morgen dann. Oh, warten wir mal ab. Ja, du hast dir erschreckt. Du erschreckst dir gleich noch mehr, wenn du hier bauen musst. Oh, du bist nochmal Vertretung gleich. Mal gucken, wo die meisten kommen dann und da gehst du dann mit hin. Wir müssen bis Sonnenaufgang durchhalten. Macht euch auf was gefasst. Das wird kein Spaß. So, dann haben wir hier gleich mal 6 Marines, mit denen wir dann hier gleich mal... Okay, ich glaube, rechts kommen mehr. Ah, nochmal gucken. Oh, ich glaube schon. Das heißt, du gehst mal nach rechts. So, und dann klatschen wir hier mal noch 2 Feuerfresser raus und einige Marines. Oh, stehen die da nur oder greifen die auch mal an? Ja, Freunde, uns soll es egal sein, ob die angreifen oder nicht. Wir können uns hier verstecken und verschanzen. So, dann gehst du jetzt noch mit hierher. Ja, ich bin ja dabei. Ja, die kommen nicht mal dazu, da ein Firebett zu schlagen, einwandfrei. Okay, Freunde, knappe 3 Minuten noch, dann haben wir die erste Nacht schon mal überstanden. Boah, dann bauen wir hier nochmal ein paar Firebets und hier nochmal ein paar Marines. Nicht genügend Mineralien. Ja, ist ja gut. 4, 5, dann machen wir die mal weg. So, und dann kann der Kamerad hier gleich nochmal ein Versorgungsdepot bauen. Das ist witzig, in Anbetracht dessen, dass du in einem Anzug steckst und keine richtigen Finger hast. Also hat er schon, aber mit denen kämpft er halt nicht. So, und in der Nacht werden wir hier dann auch mit einem übel
an dem Aufgebot von Bunkern hier die Stellung befestigen, dann können sich die Marines in der Nacht nämlich in die Bunker zurückziehen und dann brutzeln da unsere Firebats ein schönes Barbecue mit den Zombies hier, whatever, was das auch immer sind. Ah, komm, Freunde, bauen wir mal einen Maschinendock, gucken wir mal, ob wir da irgendwie was upgraden können. Dann brauchen wir natürlich wieder Marines und auch wieder Versorgungsdepots. So. 1,5 Minuten noch, dann haben wir es geschafft. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach, weiß ich nicht, schreibt es in die Kommentare, wo würdet ihr als erstes hingehen, nach links oder nach rechts? Ich gehe einfach mal, keine Ahnung, nach rechts, sage ich jetzt einfach mal. Hey Cowboy, ich habe Konstruktionspläne, um die Hellions zu bauen, die du auf Marsara gesehen hast. Die sollten euch da unten ordentlich weiterhelfen. So, Infanteriewaffen und Infanteriepanzerung, einwandfrei. Aber die machen wir runter, weil sonst hat er sie hier eingebaut. Und dann soll der erstmal noch eins bauen. Aber sicher! Nicht genügend Mineralien. Kommt noch was? Ja, wir brauchen natürlich dann noch Sanitäter. Oh, haha. Ja, Freunde, wir wollten ja eigentlich Bunker bauen. Ja, der kann schon mal herkommen hier. Worauf soll ich ballern, Sir? Verbandsgefällig? Entspannen Sie sich. Warten! Na dann, Ladies. Morgenstund hat Blei im Mund. Machen wir sie platt. Aber sicher! Ja, dann, ne? Geht's mal los hier. Die Hellions nehmen wir auch noch mit. Ja, vor allem müssen wir diese Forschungsdinger hier sammeln noch. Eine Art Nest? Das solltest du besser zerstören. So, wir lassen die mal ihre Arbeit machen. Und dann hat er ja hier gleich den zweiten Bunker noch gebaut. Und du dort unten. Ja, ja, du steckst in Schwierigkeiten. Du steckst in dem Fahrzeug. Das ist das Einzige, wo du drin steckst, Junge. Junge. Okay, dann würde ich erstmal sagen, wir sind erstmal safe. Das heißt, er kann hier weiter abbauen. Ja, wenn euch langweilig ist, dann greift doch mal alle dasselbe Ziel an. Das machst du großartig. Ja, brauchst mir keinen Lolli dafür geben. Aber sicher. Roger. Allerdings würde ich einen Cookie nehmen, wenn sie einen hat. Ja, dieser Bereich ist gesichert, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen, nee, wir gehen weiter in den Süden runter.
So, okay, ja, dann würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall noch einige nein, Sanitäter. Ja, und ein paar mehr Marines können auch nicht schaden. Ja, auch schon wieder. Ja, mach sie doch Ich platt. mach die Nacht zum Tag. Worauf soll ich ballern, Sir? Freu mich schon drauf. Auf sie! Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Ob, da sehe ich einen Krieg, so ein Verteidigungsdingens. Oh, hier ist auch noch eins. Ja, Freundin, dann müssen wir uns langsam aber sicher wieder auf dem Rückweg machen, sonst schaffen wir das nicht rechtzeitig. So, dann haben wir hier im Falle schon mal 4 und 4. Das heißt, wir können hier schon mal die Bunker befestigen. Du gehst runter mit Sammeln. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Bereit machen, Jungs! Roger! Benötige weitere Depots. Ja, Freunde, dann gebt mal Gas jetzt, ne? Ich meine, hier könnt ihr ja eh anständig laufen. Da haben wir ja eh schon was zerstört. Das heißt, wir sollten es eigentlich rechtzeitig schaffen. Ja, dort hinten. Du solltest Wachen aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Verseuchte Marines. Teufel auch, Jimmy. Das gefällt mir gar nicht. Wow. Los, zieht euch noch ein Stimpack rein. Sauer. Vielleicht sollten wir auf Tageslicht warten. Unsere Scanner empfangen eine unbekannte Zerg-Signatur. Es scheint sich um eine eingegrabene Kreatur zu handeln, die tagsüber unter der Erde bleibt und sich nur nachts ausgräbt. Ach, das ist ja toll. Wenn du eine dieser Kreaturen zur Strecke bringen, kann Statman sie untersuchen und daraus vielleicht sogar einige Erkenntnisse ziehen. Ich bin bekämpft Feuer mit Feuer. Benötige weitere Depots. Was wichtig? Jawohl! Verstanden! Ich verbrenne mir hier die Finger. Hier kann ich nicht bauen. Ja, du baust da, wo ich dir das sag, mein Freund. So sieht die Sache nämlich mal aus. Bekämpft Feuer mit Feuer. So, wir haben hier unten noch so zerstörbare Dinger. Da kommen die nämlich auch irgendwann hin. Deswegen schicke ich da gleich mal was hin zum Spotten und so. Ne? Dann sehen wir es ja. Ich verbrenne mir hier die Finger. Ich bin ein Wort. Wen so bekämpft Feuer. Boah, jetzt zieht euch jetzt mal ein bisschen zurück und lasst die ein bisschen rankommen für den Bunker hier. Deswegen habe ich sie doch gebaut, Freunde.
Und ich sag so oft Freunde heute. Das sind ja überhaupt nicht meine Freunde. Ja, wir brauchen hier unten keine drei Sunnies, die sind eh nur hier zum Spotten, das heißt die Sunnies können schon mal weg da. Ja, dort hinten haben wir eigentlich geklärt, das heißt, wir müssten eigentlich mal hier ausbrechen. So, Mission erfolgreich und jetzt würde ich sagen, ja, ups. Du stocherst gerne in Wespennestern rum, hä? Ja, wir zerstören hier einfach mal die paar Häuser da, dann können wir uns freier bewegen. Ja, lasst sie doch rankommen, Freunde. Immer diese Feuerwets, die so kampfeslustig sind. So, ich mache jetzt mal. Ups, da seht ihr's, da unten kommen sie ran. Okay, den haben wir uns noch geknallt. gekrallt. Ja, geknallt haben wir nicht. Abgeknallt vielleicht. Ein Wort genügt. Ich bin Feuer und Flamme. Ich verbrenne mir hier die Finger. Vergiss nicht, dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. Ja, beruhig dich, Fräulein. Abmarschbereit! Durchgeladen! Ist das lebensbedrohlich? Kann's kaum noch erwarten! Jo, dann, war ja das andere irgendwo dort unten. Das heißt, wir gehen da runter, damit wir dann in der Nacht noch einen kurzen Moment bleiben können. Okay, die sind beide tot, oder was? Worauf soll ich ballern, Sir? Ei, ei, Sir. Positiv. Geht klar. Freu mich schon. Hier komm ich. Ich kümmere mich drum. So, dann mal da gleich zwei Marines reinpacken, beziehungsweise vier. Das machst du großartig. Ah, seht ihr, Freunde, da verteilt die wieder Lollis, obwohl ich gesagt habe, ich will keinen.
Ja, dann die nächsten vier ab rein da. Wen soll ich einreizen? Aufgetaucht. Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Wahnsinn! Gitter! Ja, ich glaube, dass hier irgendwo dieses Viech dann stande. Naja, gut, wir bleiben dann einfach mal hier. Auf jeden Fall mussten wir ja irgendwas im Süden tun, damit wir hier nicht überrannt werden. Okay, dort unten haben wir auch noch was. Ich dachte eigentlich, er hätte da komplett aufgeräumt. Sieht so aus, als sei der Sektor sauber, Jim. Wir sollten uns zum nächsten aufmachen. Ja, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Wir bleiben jetzt hier mal mit unseren Einheiten. Damit wir uns da die andere Forschung da noch krallen können. Ich bin ganz Ohr. Wen soll ich grillen? Ist es lebensbedrohlich? Sie haben gerufen. Bekämpft Feuer. So, Position halten, damit die hier nicht verheizt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott, war der jetzt flach. Ei, Leute, die Witze werden auch nicht besser, ne? Naja, ich fand ihn irgendwie schon toll. Okay, ja. Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als hier 30 Sekunden zu warten. So, würde ich sagen, die sollen hier noch ein bisschen was bauen. Oh, du kommst hier nicht durch, oder wie? Bekämpft voll. Wen soll ich einreizen? Aufgetankt. Wen soll ich... In Bereitschaft. Bekämpft voll. Wen? Also. Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlungern. Oh, dort unten? Naja, okay, ja, der Kurs, den wir da eingeschlagen hatten, der hatte ja ungefähr gestimmt. Ich glaube, da unten hatten wir es sogar geklärt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir laufen da schnellstmöglichst hin, machen die kalt und dann machen wir irgendwie, ja. Zack, da ist er schon weg. Was für eine Pfeife. So, mal Position halten kurz. So, machen wir wieder auf Stoppen. Sollen die sich mal wieder ein bisschen healen hier. So, und dann würde ich sagen, schlagen wir hier los. Das geht nicht, da ist kein Platz. Ich verbrenne mir hier die Finger. Basis wird angegriffen. Durchgeladen und entsichert. Ich verbrenne mir hier die Finger.
Ja, der ist so ein Sergeant, der ist schon Commander, ist ja der Wahnsinn. Oh ja, tank doch du mal ruhig. Hier ist ein bisschen Dingsbums da, kriegt er doch locker gegengehalten. Was war dieses Ding? Ui. Heil ihn? Was machst du da? Worauf soll ich das lebensbedrohlich? Basis wird angegriffen. Ich verbrenne mir hier die Finger. Wen soll ich grillen? Gut gemacht. Ah, schicken wir da mal ein paar Marines noch mit hin. Losgeladen und entsichert. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Los, los, los! In Bereitschaft. Wo tut's denn weh? Bereit machen, Jungs! So, Situation hier geklärt. Wie sieht es da unten aus? Ja, hier haben wir ja Zug gemacht, das heißt, wir können hier nichts rausziehen. Ach, du verbrennst dir die ganze Zeit die Finger, du hast doch schon gar keine mehr, so oft wie du die verbrannt hast schon. Ja, töten sie die Versäuger 2 von 2, das heißt, wir haben hier alles geschafft, was wir hier wollten. Würde ich mal sagen, Siegesgeheul und so, SpongeBob, ihr kennt's. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Ja, Freunde, 30 Sekunden durchhalten, dann haben wir es geschafft. So, knallen wir noch meinen Stim raus. Zack, zack, jawohl. Oh, ich glaube, 2 Teams reichen. Selbstverständlich verbrennen wir hier die Finger. In Ordnung. Ich kümmere mich drum. Durchgeladen und entsichert. Verstanden. Meine Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Ich kann's kaum noch erwarten.
soll ich ballern? Alles klar, dieser Sektor ist sauber. Gute Arbeit, Jungs. Weiter zum nächsten. Warum nicht? Ja, dann sollten wir es eigentlich schon langsam, aber sicher mal geschafft haben. Meine Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Erwarten. Durchgeladen und entsichert. Ihr habt es fast geschafft. Es sind nur noch eine Handvoll verseuchte Biosignaturen übrig. Ich markiere Ihren Standort auf der Karte. Ständig. Na, wann kommt's? Weil wenn wir nichts sehen, dann stehen wir schon drin. Und das heißt, wir haben es vielleicht geschafft. Juhu! Abmarsch bereit! Worauf soll ich ballern, Sir? Abmarsch bereit! Jo, Freunde, da haben wir es geschafft. Du hast es geschafft, Jim. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, an dem meine Leute sicher sind. Ganz so leicht wird das nicht, meine Liebe. In dem Sektor wimmelt es nur so von Zerg. Irgendwo muss es einen Ort geben, den die Außerirdischen noch nicht kontaminiert haben. Ein unentdecktes Paradies, das nur auf uns wartet. So, also wir waren gerade in Jorgenton. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Minoff befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raynor... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff über Minoff, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny. Ja, Freunde, mit der Nacht ist wieder im Hintergrund wieder. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.